Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Sachsen Danny. Diesmal ein veritabler Start, gerade mit einem anderen Danny. Ich bin, wie traditionellerweise, dürfen wir fast sagen, jedes Jahr bei der Furzgauke schnell auf Gast. Ich werde hier auch wieder ganz viele Leute antreffen und mir natürlich im Verlauf der Sendung Informationen bringen. Zuallererst, Danny, was war das Motto dieses Jahr gewesen? Was habt ihr euch ausgedacht? Wir sind jubilieren, wir sind 20 Jahre vorzugucken. Wir haben einfach die 20 Jahre, die wir jetzt schon dürfen Fasnacht machen, die wir repräsentieren. Wer ist denn jetzt heute alles schon auftreten da? Sind alle Gucken schon wirklich parat? Es sind schon diverse Gucken auftreten. Es ist Bierspupfer von Aste, die dieses Jahr ihr 40-jährige Jubiläum feiern. Es sind Maumäfäger, die ihr 50-jährige Jubiläum dürfen feiern. Jetzt momentan spielen gerade die Schränzenglicken von Niederwil. Wir kommen dann auch noch dran mit unserem 20-jährigen Mitternachtshow. Und ab Abschluss ist dann die Schränzenglicken von Basel mit ihren 75 Nasen parat am Start. Okay, jetzt habe ich aber etwas mitgekriegt. Die haben, glaube ich, zum Jubiläum jetzt noch ein neues Kostüm, oder wie? Wir haben ein Jubiläumskostüm. Wir machen eine spezielle Mitternachtshow, wo wir die 20-Jährigen, also alle Kostüme repräsentieren lassen. Und dann präsentieren wir das neue Kostüm, wo wir im 20-Jährigen rumlaufen. Wo ist das nächste Event, das ihr als Gucken angehen könnt? Wo sehen euch wieder? Das nächste Event ist nächste Wochenende bereits schon im Z7 an der Heuer Night. Ein guter Verein, wo wir auch schon lange Kollegschaft feiern. Und dann gehen wir 3 Tage in unsere Baden-Main-Ostfildern und auch dort wird es richtig fegen. Okay, und wir schnappen uns gerade nächst. Und ich habe gesagt, Jacques Bum, es geht weiter, jetzt ist der Pascal da. Pascal, was habt ihr? Salut Danny, wir haben am 11. Februar an der Tauwiller Fasnacht am Guckenkonzert zu unserer Bar, weil wir feiern dieses Jahr 5 Jahre Schnitzgewackis. Und ich sage euch, das ist das beste Konzert, das es gibt, besser als Basel auf dem Marktplatz. Okay, das ist schön gebracht. Jetzt sehe ich, es ist ein Bond drauf für einen Franken. Ist das jetzt nicht gerade ein bisschen wenig für ein 5-Jähriges? Ich meine, mit 2 Stutz hättest du vielleicht noch, wäre noch der eine oder andere noch mehr dazugekommen. Es ist so, wir haben natürlich schon ganz niedrige Preise und für einen Stutz, dann kriegst du das Bier schon fast gratis. Okay, und dann könnte man es natürlich auch so halten, euch aufs 5-jährige Jubiläum einfach gerade das Leid noch mal einen Stutz draufdrücken, oder? Das kann man vor Ort anschauen, aber wir sind für Kompromiss bereit. Sehr schön. Sag noch mal schnell, was erlauben wir alles? Das wäre am 11. Februar in Tauwil am Guggenkonzert. Und wir haben dort 5-Jährige und es sind alle herzlich willkommen an die Schnitzgebar. Okay, dann schauen wir weiter. Das ist wieder ein Wagnis, das ich jetzt eingehe. Neben mir steht der Stefan. Stefan, von welcher Gugge bist du? Bierspupfer aus Asch. Und wo sieht man euch jetzt in den nächsten paar Wochen unterwegs? Wo kann man euch erleben? Also wir sind jetzt hier, das ist eigentlich unser einziges Vorfasnachtsereignis hier in der Schweiz. Wir gehen auf Mülheim ins Deutsche raus und sonst einfach in Asch oder Fasnacht 3 Tage. Dann. Wenn wir Fasnacht haben, sind wir immer rum. Was läuft denn so in Asch an der Fasnacht generell? Ist jetzt abgesehen vom Umzug, wo ist, gibt es da so gewisse Ecken, wo man muss wissen, wo geht man hin, wo sind die lässigen Points? Also wir haben am Sonntag zum Mittag, wie gesagt, einen Stromzug. Und dann geht es weiter mit Beizenfasnacht. Am Montag dann so oben der Oberstreich, der durch uns organisiert ist. Der ist auf dem Konsum Mikroplatz. Und dann auch geht es weiter mit Beizenfasnacht. Und am Dienstag haben wir so oben das Guggenkonzert, wo durch die Schlösserschränzer schon organisiert ist. Da kommen dann auch Guggenmusiker von auswärtigen Gemeinden aus der ganzen Schweiz. Und dann machen wir weiter mit Beizenfasnacht. Und dann am Schluss, Mittwoch am Morgen, 3 oder 4 Uhr am Morgen, haben wir den Rennstreich, wo wir alle Ascher Guggen zusammen durchs Dorf laufen und einen spielen zusammen. Dann klingen wir die Fasnacht aus in Asch. Und das letzte Mal alle nochmal aufwecken lassen dort. Du hast vorhin gerade Beizenfasnacht angesprochen. Für jemanden, der das noch nie erlebt hat, wie muss man sich das vorstellen? Also ich kann ja auch unter einem Jahr in eine Beiz gehen. Ja, also der Unterschied ist einfach, dass es ist überall dekoriert und Guggenmusiker kommen rein, spielen 2-3 Stücke. Bänke jetzt auch? Wie? Schnitzelbänke jetzt auch? Jetzt auch, ja. Wir haben sicher etwa
Gut, kannst du nicht vergleichen mit Basel, aber wir haben etwa 4-5 Schnitzelbänke in Asch, die vorbeikommen. Und es ist immer ein glattes Fest und ich kann es nur empfehlen. Okay, er empfiehlt es und ich finde es genial. Es sind sicher 5 Schnitzelbänke unterwegs. Also zu vergleichen mit Basel wird es nicht sein. Aber das ist der Charme von unserer Landschaft. Und ums Umschauen treffe ich auf dem Heimweg noch einen alten Bekannten an, nämlich den Gaetano von den Notenheuer. Gaetano, ich habe gehört, schon am Anfang von der Sendung hat mir der Daniel erzählt, man trifft sich nächste Woche, also wieder Z7 angesagt. Genau, Z7 Heuer, nein, 19. Januar, im neuen Kostüm. Und was heisst das, im neuen Kostüm? Haben die auch ein Jubiläum? Ich glaube, dieses Jahr haben alle ein Jubiläum und ein neues Kostüm. Nein, wir haben kein Jubiläum, aber wir haben das komplette Anlass überarbeitet. Wir sind jetzt kleiner gegangen. Ein bisschen intensiver, mit Partyband, geht richtig Post ab. Also intimer. Intensiver. Intimer? Intensiver? Ja, du hast gesagt, es sind ein bisschen kleiner gegangen. Also wenn man ein bisschen näher geguckt, dass man auch wieder ein bisschen näher am Geschehen ist und nicht so riesig. Genau, das haben wir gemacht. Und jetzt hier aber hot, wer rettet auf, wer kommt hier, was erlebt man? Regionale Guggenpower ist hier. Wir haben die Furzguggen von Rheinach, Trambassen kommen, Blausberg. B ist da, ja, ganz ein Haufen. Ich habe den Flyer da, wartet mal. Okay, währenddem du den Flyer grübelst, ich sage wehe, ich habe den B da, B, komm mal zu mir. B, Fab, du bist von der Blausberg, was machst du dort? Ich bin musikalischer Leiter und Tourmanager von der Guggenmusik Blausberg. Genau. Wow, Hammer, Moment, muss ich einhängen. Du sagst Tourmanager. Klar. Das ist besser, als es ist. Ich bin eigentlich auch alle Konzerte organisiert und die ganze Tour organisiert und so. Ja, genau. Okay, dann interessiert es mich doch. Und das ist ja spannend, wo gehen die Blausberg überall an? Das heisst, überall dort, wo die Iraner gehen, ist auch immer irgendein automatischer Guggenfest. Ja, ja, selbstverständlich. Also wir sind 50 Leute. Das ist immer ein Fest, wenn wir irgendwann angehen. Wir spielen sehr viel regional, wir spielen interregional. Also, komm, bringt der Tour. Plan jetzt, wenn wir schauen, was du im Kopf hast. Tourplan, zum Beispiel im Städtli-VGR in Klingnau werden wir spielen. Selbstverständlich spielen wir bei der Notenheuer im Z7 nächstes Wochenende. Sind an diversen Anlässen unterwegs. Vor Fasnacht und auch während der Fasnacht, vor allem in Sissach sind wir anzutreffen, Gelterkinder-Region sind wir anzutreffen und selbstverständlich an unserem eigenen Event am 23. Februar in Gelterkinder. Aha, jetzt wird es spannend, mal jemand, der sehr bescheiden alle anderen vorne dran nimmt. Das schätze ich doch. Dann gebe ich dir das Wort nochmal. Was passiert denn dort an eurem eigenen Event? Was ist dort geplant? Es ist so, es ist eigentlich Tradition im oberen Baselbiet, dass alle Guggenmusiker zusammen die Fasnacht abschließen im Sinne von einer Guggenparade und einem Festchen nachher. Aber das ist dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Das Rad kann man nicht neu erfinden. Das dreht, weil es rund ist. Es gibt immer noch eine Guggenparade. Es ist allerdings so, dass es nicht mehr in Liestl ist. Es ist neu in Gelterkinder. Kehrausgelti.ch oder auch auf Facebook. Kann man das nachschauen. Wissen Sie, was das da ist? Facebook. An diesem Event haben wir 4 verschiedene Konzertbühnen. Wir haben jetzt das erste Mal 21 Guggenmusiker und 22 Festzelte. Im ganzen Dorf in Gelterkinder und dann geht ziemlich Post ab. Da bin ich überzeugt, dass dort im oberen Basel die Post abgeht und geht an. Jetzt kommen wir mal schnell drüber. Hast du jetzt gesehen, wie das funktioniert? Yes. Da müssen wir die Informationen im Kopf haben und abdrucken, oder? Super, tipptopp. Was willst du noch sagen zum Schluss? Nichts. Es gibt auch ein Hammer-Event nächste Woche. Wir freuen uns, dass ein Haufen aus der Region kommen. Es gibt einfach eine Hammer-Zeit. Und ich wünsche an dieser Stelle schon allen eine wundervolle Vorfasnacht und vor allem tolle Partys bei unseren Guggen aus unserer Region.